Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Das nächste Rezept ist unverschämt einfach, sensationell schnell fertig und schmeckt unfassbar lecker. Ja, ich verspreche euch nicht zu viel. Wir machen einen Ruckzuck-Glasnudelsalat. Dazu braucht ihr eine Packung Glasnudeln. Die kriegt ihr mittlerweile eigentlich fast in jedem Supermarkt, würde ich sagen. Auf jeden Fall Rewe, Edeka und natürlich im Asiamarkt. Und die gießen wir jetzt einmal für 5 Minuten mit heißem Wasser auf. Während ich jetzt auf die Nudeln warte, kümmere ich mich ums Dressing. Falls ihr ein wirklich richtig leckeres Erdnussdressing mögt, schaut mal in mein Pad Thai-Video rein. Da habe ich ein richtig tolles Dressing gemacht. Heute möchte ich ein Soja-Senf-Dressing machen und dafür nehmt ihr 3 Esslöffel Senf. Ein Esslöffel Leinöl. Ein Esslöffel Apfelessig. So 3 bis 4 Esslöffel Sojasauce. Und etwas Süße. Ein Teelöffel ungefähr. Ich mache das Ganze mal gerne in Schraubgläser, die ich von irgendwelchen Aufstrichen aufhebe. Dann wird nur noch gut geschüttelt und unser Dressing ist fertig. Mega! So, meine Nudeln sind fertig. Ich habe sie abtropfen lassen und gebe sie jetzt in einen tiefen Teller. Und jetzt geht es einfach ganz simpel weiter. Ich habe mir 2 Tomaten aufgeschnitten. Die gebe ich hier jetzt rüber. Dann noch eine Frühlingszwiebel. Und unser gutes Dressing. Das empfehle ich euch übrigens für jeden anderen Salat. Ich mache das auch gerne über grüne Salate. Das war's, Leute. Super einfach, super lecker. Macht's unbedingt nach. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.